Athens. Oh. Guten Morgen aus dem Hause. Annelina Waller zu einem neuen Vlog. Heute ist da Caro. Hallo. Caro hat bei mir geschlafen, zu Besuch. Sie kommt aus Mannheim und Caro ist so mein Bowl-Partner überhaupt. Wir haben genau ungefähr die gleiche Ernährungsweise. Wir machen beide gerne Yoga, nur leider wohnt Caro halt nicht hier. Aber ja. Sie sind zu Besuch. Genau. Wie man sieht, sehen wir halt auch ziemlich gleich aus. Ja, und warum wir so angezogen sind? Okay, das meinst du schon, Reed. Übrigens, meine Frisur ist nicht, weil ich nochmal zurück in meine Teenie-Zeiten versetzt werden will. Ich schlafe damit, um so ein bisschen Locken zu haben und Volumen. Das funktioniert auch voll gut. Ich flechte die dann hier so hier oben ein. Das mache ich immer, wenn die länger werden, sodass mein Volumen raus ist. Und dann kriege ich sie so ein bisschen natürlich zurück. Du trägst immer ganz glatt. Ist auch sehr immer. Schön. Immer. So richtig dick. Caro hat so richtig dicke Haare. Das ist so krass. Das ist nur die Veganer. Ganz gesund. Ja, wir sind nämlich beide vegan. Hätte gedacht. Und dann machen wir noch ein cooles Henna-Tattoo und mal sehen, was wir noch so alles machen. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Seid gespannt. Spital. So, wir sind schon Reach. Bist du bereit? Yes. Aus, wenn andere Storys machen. Geil. Caro hat auch einen eigenen Filter. Und, okay. Und das ist dieser wundervolle Laden. Ich muss sagen, ich esse es ja selbst nicht so, aber man muss es einfach mal gesehen haben. So, das ist jetzt der Einkauf. Wir sind gerade zu Edeka gegangen, weil ich musste mir einen Soda-Stream kaufen, also eine neue Patrone für meinen Soda-Streamer, weil ich bin ja sprudelverrückt und leider gab es halt keine Bio- Tiefkühlprodukte, aber egal, das brauchen wir für die grüne Bowl. Und ich habe noch Basilikum, ich liebe Basilikum in meinen grünen Bowls. Dann gibt es Kiwis, die anderen sind Bio. Karotten, was Obst, noch ein bisschen Petersilie und heute ein Cashew-Joghurt, weil die Caro ist nämlich kein Soja, also sie verträgt es nicht. Und das ist ihr Lieblingsjoghurt. Das heißt, das probieren wir heute auch. Ich habe jetzt mal schon mal die Zutaten hingestellt. Also heute kommt doppelte Menge. 20 Stück von diesem gefrorenen Spinat, dann Rosenkohl, Ingwer, wahrscheinlich das Ganze. Gurke. Basilikum, was Caro sagt. Basilikum, Banane. Und dann das Liebeprotein. Und heute nehme ich mal Pistazienbutter, habe ich gerade, weil das habe ich gerade noch im Kühlschrank gefunden. Meistens nehme ich ja so Schuffli, also Tigernuts, aber es kann ja immer was anderes rein. Und dann kommen noch die Toppings drauf. Und mal sehen, ich denke, das wird reichen. Ach nee, hier habe ich noch Chia kommt noch rein und Flohsamenschalen. Ist schon eingeweicht, auch die doppelte Menge. Und dann fürs Mixer-Clean-Out, Maca und Thrive, wie immer, alles von Vivo. Und ihr findet unten meinen Code dafür. Bist du bereit dafür? Ja. Auch schon bereit zum Filmen? Genau. Ist richtig voll geworden. Okay, man sieht nichts. Let's blend! Ich
fertig. Jetzt noch zum Mixer gehört. Hier ist der Mixer. Und da kommen jetzt das Thrive Multinährstoff rein und Lacker. Und Thrive ist wirklich geil. Das ist schon ein bisschen teurer, aber das hat halt wirklich alles, was man braucht. Und man muss sich dann nicht die ganzen Sachen einzeln kaufen. Das heißt, am Ende ist es wieder nicht teurer und es ist sogar praktischer, weil man halt nicht so alles einzeln nehmen muss und einfach einen Löffel und dann alles bereit ist und gut für den Tag. Das machen wir jetzt. Und es haben sie viel. Aber ich meine für zwei. Ist immer ein bisschen braun wegen dem Macke, aber macht ja nichts. Für die Karotte jetzt das erste Mal die Bowl. Mhm. Auf jeden Fall schon mal sehr grün. Mhm. Mega. Also dafür, dass da wirklich so viel Grün drin ist. Ich hab's dir gesagt. Nein. Aber grün kann schmecken. Vor allem mit Vivo Butti. Mhm. Ich glaube, das reißt halt richtig viel raus. Ja, definitiv. Also machen. Eat your greens! Leer ist die Bowl. Jetzt gehen wir, was machen wir schnell fertig, weil dann machen wir unser Henna-Tattoo. Genau. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen machen wir es jetzt mal schnell. Und sehen uns dann gleich. Ciao. Lena getroffen, unschwer zu erkennen. Sie wird unser Henna heute machen. Und sie malt sich selber auch fast schon an. Sieht schon wieder richtig toll aus. Dankeschön. Wow. Und das ist ein veganer Coffee Gold. Das ist eben sehr gut bei Five Elephants. Der Oat Cookie. Super lecker. Ja, oder? Das Bananenbrot ist hier auch extrem lecker. Ich liebe es hier. Mit dem Hot Pigmento ist ein bisschen. Mm-hmm. Step one. Step one. This is a mixture of spray. Du hast so schön starke Hände. Wie fühlt sich das auf der Haut an? Sehr schön. Wir sind eine ganz sanfte Massage. Ja? Ja. Sieht auch sehr entspannt aus irgendwie. Oha. Ist echt schön. Ja. Ja, Linda hat gerade erzählt, sie macht das schon extrem lange. Sie hat sich mit 14, 15 schon da reingefuchst. Und ist sogar noch weiß. Eine Henna, aber das hält nicht so lange. Das muss man halt gut pflegen. Und dieses Henna, das hält jetzt ungefähr, wenn man es gut pflegt, bis zu 2 Wochen, aber erst wahrscheinlich eine Woche. Ja, genau. Ja. Und so eine Behandlung kostet so um die 70 Euro. Behandlung. So, was kostet das? Je nachdem. Für die Stunde ungefähr 70 Euro. Genau. Und ich mache das mit ganz, ganz viel Liebe und Herzblut. Das sieht man. Danke dir. Ich filme nachher nochmal ab. So alt, ja. Super. Sieht richtig schön aus. Perfekt. Guck mal, ob es dir so gefällt. So, da kommt jetzt Zuckerwasser drauf. Mhm. So als Schutz, oder? Genau, dass es nochmal besser einziehen kann. Schmeckt das jetzt voll süß, wenn ich es abschlecke? Ja. Ich habe das noch süßer gemacht. Alter, wer hungert? Boah, das sieht so geil aus. Ey, mein Gott, ich bin so begeistert. Ja, sieht echt mega schön aus. Das muss noch ein bisschen trocknen. Okay. Aber wir können mit den Arm. Okay, dann. Was bekommst du jetzt noch? Ich bekomme noch einen Arm rein. Das sieht schon so schön aus alles. Das sieht echt richtig aus. Ich bin voll begeistert. Jetzt müssen wir nur noch nach Bali fliegen. Okay, wir müssen nur noch diese eine Phase abwarten, dann können wir los. Genau. Wie sieht das fertige Ergebnis aus? Richtig, richtig schön. Das sind meine 2 Hände. Bei Caro. Mhm. Und ich habe auch noch hier so einen Armreif bekommen. Wir sind so schön, wir sind voll verliebt. Ja. Vielen, vielen Dank, Linda. Auch schau dort hinter der Kamera. Ja. Richtig schön. Also, falls ihr sowas auch wollt, könnt ihr euch bei Linda melden. Ich blende es unten ein. So, ich bin jetzt bei der Laura, beziehungsweise wir, die Caro ist auf der Toilette. Laura steht hier. Hallo. Wir machen jetzt so ein bisschen
so was Content Creator halt machen. Dann zeige ich euch das mal, wie man Bilder macht. Ich hatte einen Termin, aber der wurde mir gerade abgesagt wegen Chiropraktiker und deswegen gehe ich jetzt mit den beiden Mädels mit. Und lass mich überraschen, weil ich bin jetzt auch nicht so. Ich habe eigentlich gemacht sonst nie Bilder. Voll krass. Also nicht so richtig. Laura, du bist bestimmt Expertin, oder? Ja, ja. Shootest du öfters? Ich mach das, ja. Ich bin Everyday. Okay. Lerne ich das jetzt mal. Wobei ich hatte schon so ein paar professionelle Shootings mal für Marken, aber ich bin jetzt nicht so der Bro. Und diese Wohnung, ich zeig euch die mal. Diese Wohnung im Prenzlauer Berg von Laura ist der Hammer. Und ich suche ja gerade. Ich möchte hier wohnen. Yes! Cool. Ist echt so schön. Und der Balkon auch. Richtig süß. Also Berlin hat Charme. Auf jeden Fall. Und das ist der Spiegel. Der ist auch perfekt zum Filmen. Ein Kokoswasser geholt. Das ist so lecker. Das ist Fontaine. Das ist mitten in Berlin. Das ist so geil. Es hat so viele verschiedene Ecken. Oh, jetzt gibt's es. Cheers! Cheers! Ist mega, wenn man gerade Sport gemacht hat, weil es voll viel Elektrolyte hat. Genau. Richtig cool. Wir machen jetzt behind the scene. So sieht es nämlich aus. Beim Fashion-Blogger-Shooten. Und Caro und Laura. Und hier kann man so tolle Bootfahrten machen. Da kommt doch gerade schon eins. Na, ist was dabei? Mal schauen. Okay. Hast du vom Licht so? Ja, vom Licht ist super. Okay, also eher parallel. Ich kann jetzt hier von unten machen, aber... Schaut mal, wie schön Berlin ist. Das da drüben ist die Museumsinsel. Das Nationalgalerie. Da sind noch ganz viele andere Museen. Da wird irgendwie gebaut, aber es ist einfach so schön. Hier kann man eine Flusstour machen und sich dann alles vom Boot anschauen. Bei Good Bank heute zum Abendessen. Und das ist saugeil. Ich zeige euch das gleich mal drin. Die machen das. Die zahlen nämlich alles selbst an. Man nennt es dann horizontales Gardening. Horizontal Gardening heißt es eigentlich auf Englisch. Ich glaube, im deutschen Begriff gibt es gar nicht. Aber es ist halt geil. Ist alles frisch angepflanzt. Das zeigt ihr jetzt von drin. Und man kann sich das hier auch alles selbst zusammenstellen und sie machen auch das Brot selber. Ich habe noch so ein Tea-Product-Dressing drauf, weil Chili gab es nicht, aber Tea-Product-Dressing. Ja, und sonst so alles, was man sich wünscht. Süßkartoffelbohnen, Tofu, Brokkoli, sogar Peaches, Pfirsich. Nektarine, ja, genau. Und das ist Caros Bowl auch sehr geil mit diesem Hummus, Tzatziki-Hummus habe ich auch. Avocado natürlich auch eine halbe. Ich habe auch eine halbe Avocado, wie geil. Mega. Und bei Laura gibt es auch richtig leckeres. Truffle Bowl. Eine Truffle Bowl. Die habe ich auch schon getestet, die schmeckt sehr nach Trüffel. Das ist geil. Empfehlenswert. Good Bank, good vibes. So, jetzt geht's zurück. Wir sind jetzt wieder zu Hause und machen jetzt gerade mal so typische Vloggerarbeit. Bilder bearbeiten. Raussucht für deine Caption. Caro sitzt hinter mir. Das sind deine Bilder fürs Shooting. Schauen wir gerade unsere Bilder hier an. Wir haben so ein paar Bilder gemacht. Das sind so ein paar. Aber es sind gut geworden. Das poste ich jetzt übrigens sofort. Wir machen das jetzt, ne? Ja, es geht ja nicht, dass wir das jetzt nicht zusammen noch essen, wenn das Caro Lieblingsjoghurt ist. Und dazu gibt es Blaubeeren. Und nachher. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. So, das ist unser Late-Night-Snack. Naja, Late-Night eigentlich nicht. So war ich Late-Night. Nee. Wo ist es denn? 20 vor 8. 20 vor 8. Unser Abend-Snack. So, und bei dem ist es wichtig, dass man es nachher davor auflöst, weil es löst sich nicht so gut auf in kalten Sachen. Aber so geht's eigentlich. Und das könnte man jetzt ja noch süßen, aber ich denke, wir essen es so. Mal sehen. Ich esse den Joghurt ja nicht so. Ich bin eher so Soja. Weil Soja schmeckt halt schon mehr nach Joghurt als Cashew. Aber deswegen kann es sein, dass es nicht so sauer ist und man auch gar nichts Süßes braucht. Als ich mir sah, schmeckt sehr gut. Gerade diese Kombi, verstehe deinen Geschmack auf jeden Fall mit dem Cashew-Joghurt, das ist echt gut. Wer also keinen Soja verträgt,
Cashew-Joghurt geht oder auch. Oder Mandeln, habe ich auch noch. Mandeln, okay. Oder Mandeln. Kokos. Also alle drei, jetzt alle genügend. Drei. Und Lupine gibt es auch noch. Magst ja. du den auch? Die gibt es aber nur gesüßt, also mit Zucker. Ah, deswegen ja. fällt das weg, aber sonst mag ich auch Lupine. So, wir setzen uns jetzt noch ein bisschen an Mails, arbeiten noch ein bisschen und das heute war so nicht ein typischer Blogger-Tag, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Content Creation ist auf jeden Fall das, was mir auch am meisten Spaß macht, wenn es ja. ja, aber ich zeige euch noch, wie das sonst auch so abläuft. Also wenn ich in die Factory gehe und wirklich so meine More-Daily-Routine und das mit Caro war jetzt noch eine Ausnahme. Caro ist genau. bis morgen da, bis Sleepover und voll schön, dass es geklappt hat. Das freut mich voll, es macht immer so Spaß. Zusammen auch Content zu machen, weil wenn man alleine ist und dann immer so für sich arbeitet, dann ist man schon irgendwie so ein Alleinkämpfer, oder? Ja. Und, ja. ja. Wir haben halt nicht so richtige Office-Kollegen, deswegen macht es immer voll Spaß, sich zu connecten und dann auch zusammen zu machen. So sieht das dann bei uns aus, so wie ihr es jetzt ein bisschen gesehen habt. Und ja, dann, wir schauen jetzt noch was Cooles an von Netflix. Die Serie kann ich empfehlen. Goob-Lab heißt es, schauen wir später an. Ich kann empfehlen, Psychedelics habe ich bisher geschaut, aber es gibt noch viele tolle andere und ich schaue mir auch noch an. Und falls euch der Vlog gefallen hat, kommentiert gerne, sagt, was ihr sonst noch hören wollt. Schaut bei Caro vorbei, wie ihre Version geworden ist. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wie fandst du Berlin? Wie fandst du bisher deinen Aufenthalt? Sehr schön, das ist ja nicht mein erstes Mal in Berlin. Das ja, kenne ich schon, aber jedes Mal bin ich so. Ja, im Vergleich zu meinem Ort ist es halt einfach ein Traum. Vor allem für Veganer. Ja, eben. Bis zum nächsten Mal!